Hier krepieren alle. So, dann mal auf, zurück zum Mondturm da hinten. Wer wurde eigentlich nochmal in dem Tempel hier? Zum Ankoko-Tempel. Ankoko-Tempel, das ist ein ganz schönes Tor. Die Oberpriesterin des Ankoko-Tempels praktiziert. Das ist wahrscheinlich die ja, Füchse mögen mich. Du da, geh weg, dich mag ich nicht. Also den Gegner da. Ja. Hoppala. So. Jetzt machen wir Neumond. Beziehungsweise einfach mal Mond. So, wir können zum Schiff. Schwimmen. Flutsch. Flup. Und können hier reingehen. Mal gucken, ob wir jetzt hier weiterkommen. Weil das letzte Mal sind wir ja hier drin gewesen und da konnten wir nicht weiter. Ja, versunkenes Schiff. Genau, durch die Tür kommen wir nicht durch. Ups, hab die Tür ja ganz vergessen. Sie ist durch irgendeinen Fluch abgeschlossen. Ich wette, das Schätzchen wird nicht leicht zu brechen sein. Aber Terrazzo? Ah, sie ist auch da. Ach, herrje. voll busige Braut. Ihr seid beide schon hier? Tut mir leid, dass ich spät bin. Meine politischen Verpflichtungen haben mich aufgehalten. Ist das hier das Schatzschiff, von dem ihr gesprochen habt, Braut? Ja, die Fuchsstäbe, die Königin Himiko sucht, sollten hier sein. Das Schiff wurde vom Wasserdrachen versenkt und ist jetzt voller Monster. Aber meine heiligen Kräfte können es leicht mit ein paar Dutzend Monstern aufnehmen. Es gibt keinen Grund, sich irgendwelche Sorgen zu machen. Los geht's. Das ist ja alles schön und gut, Braut. Aber was ist mit dieser verfluchten Tür hier? Wurde sie so versiegelt, um Plünderer fernzuhalten? Oder ist es vielleicht der Fluch derer, die starben, als der Wasserdrache ihr Schiff versenkte? Das Ding ist mit einer immensen bösen Kraft erfüllt. Also gibt es hier eine verfluchte Tür, um jeden am Betreten des Schiffs zu hindern? Ich verstehe, was für ein netter kleiner Trick. Da habt ihr recht, wir sollten lieber einen anderen Weg hineinsuchen. Es ist an der Zeit, dass wir unsere Kräfte zusammenwerfen, Amaterasu. Es wird noch mehr versiegelte Sperren geben, wenn wir weiter hineingehen.
Wenn wir zu ihnen kommen, dann werde ich mit ihnen beim Gebetsstreifen den Fluch brechen. Also, wenn es dir nichts ausmacht. Klar, setzt sie sich einfach auf uns drauf. Also, Amaterasu, das Anwenden der Gebetsstreife ist meine Aufgabe, aber ich würde deine Hilfe beim Zielen zu schätzen wissen. Keine Sorge, um was ich dich bitte, ist nicht schwierig. Ich nehme an, du weißt, wie man den Pinsel der Götter benutzt, nicht wahr? Nutze diese Macht, um die Gebetsstreife von meiner Hand aus ins Ziel zu lenken. Lass uns einmal an dem Fluch der Tür, an dem Fluch, der die Tür versperrt, üben. Was machst du, Amaterasu? Führe den Gebetsstreifen aus meiner Hand zum Zeichen. Der Fluch auf der Tür, das solltest du besser üben. Ah, ich muss direkt die Mitte treffen. Fantastisch. Solange ich meine Gebetsstreifen habe, gibt es nichts, wovon wir uns fürchten müssen. Nicht immer von Monstern. Genug geübt jetzt. Es warten große Schätze. Lass uns die Fuchsstäbe finden. Aha. Safen wir mal. Jo. Speichern erfolgreich. Die Jungs sehen nicht so aus, als ob sie unsere Freunde werden wollen. Können wir mehrere gleichzeitig attackieren? Nö. Weil ich dachte, wenn sie schon drei Stück hat, dann könnten wir damit auf mehrere schießen. Ah, oh, Emine. Also Schatztruhen gibt es hier jede Menge. Wow, sieh nur diese Schatzkisten. Hey, wir werden Millionäre sein, lange bevor wir diese Fuchsstäbe finden. Ja. Also mal abwärts. Okay, wir können nur auch die Schädel ballern, aber es bringt uns nicht viel. Heiliger Knochen M. Göttlicher Gesandter. Nützliche Information. Bullenhorn. Warum habe ich das Gefühl, dass die Dinger hier böse sind? Ja, gucken wir mal kurz, was in der göttlichen Gesandtenrolle drin steht. Also erstmal im Logbuch. Verdächtiger Kaiser. Ja. Fuchsstäbe. Reiseführer, genau. Göttlicher Gesandter. Als ob die bösen Geister sich erhoben und die Welt zerstörten, schwächen sie die gütigen Götter, die uns leiten. Ihre Kraft kann nur fortwähren durch den Glauben der Menschen. Ich, der legendäre heilige Bote und der sechste göttliche Gesandte, bin viele Jahre gereist und habe gepredigt mit diesem Glauben. Nur mein Stamm kann mit den Göttern sprechen und das heilige Boten das Wort der Götter im Land verbreiten. Wenn wir versagen, dann ist alles verloren. Mit meinem Pinsel verbreite ich die göttliche Botschaft. Mein Weg ist beschwerlich und voller Gefahren. Für das Wohl der Nächsten, der die Rolle des göttlichen Gesandten übernimmt, darf ich nicht ruhen noch rasten. Mhm. Also ja, ich habe echt das Gefühl, ich könnte das Ding zweimal attackieren. Wohohoho! Wow,
Mimikkiste, ernsthaft? Wieder eine Mimik. Okay. Wo ist es hin? Bombe. Ich habe nicht das Gefühl, ich kann das Fass wegsprengen. Nö. Okay, dann geht es eigentlich nur hier lang. Au, das sind Fallen, okay. Ich frage mich manchmal echt, welche. Ich sollte echt mal nachgucken, welches Ranking hatten. Also FSK-Ranking, USK-Ranking hat dieses Spiel. Krebse? Okay, wie besiegt man die? Au. Ernsthaft? Ich habe keine Ahnung, wie man die jetzt besiegt. Okay. Nicht das. Ich kann die Dinger auf sie abschießen, aber ansonsten machen die nichts. Kann ich sie bomben? Ja gut, ich muss erst ihre. Oh, du bist aber aggressiv jetzt. Hör mal auf! Und entspann dich mal. Okay. Zeit und Schaden. Naja. What the fuck waren das für welche? Ach ja, ich habe ja was Neues in der Fischliste. Der Degenfisch. Lebt in großen Tiefen und ist sehr agil. Mhm. Techniken. Heiliger Adler für den Sprung und den göttlichen Buddelkönig, ja. Göttertechnik Goldene Wut. Göttertechnik Ausweichen, Spiegeltechnik, Perlentechnik, ja. Muss ich noch ein paar Sachen lernen. Jiro und Saburo sind die Geister eines Pärchens, das ins Wasser gegangen ist, als ihre Eltern gegen ihre Hochzeit waren. Jiro erscheint als Einsiedlerkrebs mit einem Haikopf als Gehäuse. Er wirft Segel, um Saburo zu beschützen und nutzt sein härtes Äußeres als Schutz. Greife immer und immer wieder an und das Gehäuse sollte sich lösen. Mhm. Die traurige Saburo gräbt Löcher, um sich mit ihrem Partner Jiro wieder zu vereinen. Sie glaubt, dass sie sich durch das Graben wieder der See vereinen können. Es gibt unterschiedliche Versionen von der Legende über Saburo, besonders bei Küstenbewohnern.
Ja. Freaks. Ach so, wir sind jetzt hier unten. Ah. Das heißt, wir können da hoch oder hier hoch. Aber hier oben ist nichts. Gut. Der Knochenhaufen, da sieht jedoch bedrohlich aus. Mir bitte, meine Bombe hat nicht gezählt. Nö, Graben bringt auch nichts. Okay. Bossfightraum? Ist das nicht schön? Sogar ein Schiff, das vom Wasser dran versenkt wurde, kann das Licht der Sterne genießen. Aber so sieht es im Schiff nur so aus, solange Neumond ist. Sobald die Sonne aufgeht, steht das Schiff unter Wasser. Ja, das Schiff wurde von einem grausigen Schicksal ereilt. Sag bloß, ich muss Wasser reinlassen. Oh, Heilung ist immer gut. Ich würde gerade sagen, da sehen wir wieder einen Raum. Ah ja, von hier aus kommen wir leider nicht weiter. Wow, sieh dir das mal an. Das Ding ist riesig. Sieht aus wie ein gewaltiger Balkenwagen oder sowas. Ich frage mich, wozu man so etwas benutzt. Man kann nur auf eine Seite Gewichte tun. Das ist nicht mal ein unausgeglichenes Gleichgewicht. Ich bereue es vielleicht, aber es werde Licht. Das ist unmöglich. Es kann doch nicht Tagesanbruch sein. Das kann einfach nicht sein. Du steckst nicht dahinter, oder, Materasa? Deine Kräfte können sogar die Abläufe des Himmels kontrollieren. So, jetzt haben wir hier mal etwas Wasser. Aber irgendwie habe ich bei den Kisten ein ungutes Gefühl. Ist das eigentlich Feuer? Nö. Also nicht bei den Kisten, sondern bei den... Fässern. Warte! Aha. Wow. Geh mir weg mit deinen Minen hier. Bombe. Ja, das hat jedenfalls geholfen.
Oh Mann. Thank you.